Was ist denn dahinter? Ach, guck. Das ist die Seite. Ja, okay, da war ich. Na, du bist doch wohl nicht. So, wo ist der nächste? Wow, okay. Das war der Überraschungseffekt. Ha, aber nicht mit mir. Die sieht ja böse aus. Voll infiziert. Ja, also Reaktion ist alles in dem Spiel, ne? Hat man ja gesehen. Hier nebenbei irgendwie noch was anderes machen, ist hier nicht. Volle Konzentration. Sonst liegt man hinterher selber da unten. Aber uns macht das ja nichts. Cool. Ordentlich was drin. So, der geile Stuff kommt ja noch. Irre ich mich oder ist da eine dicke Trulla? Ist wohl nur der Schatten. Da hinten ist meine Kiste und ich habe keinen Slot mehr frei. So, also ich darf mal wieder irgendwas wegschmeißen. Da ich das herstellen kann, mache ich das. So, Quest erfüllt. Aber wir wollen ja den geilen Stuff haben, wenn wir schon mal hier unten sind. Ich habe das Gefühl, dass es nicht bei den paar Hanseln da bleibt. Das hört sich so nach einer Horden, nach einer Wanderhorde da oben an. Und ich habe die Türen offen. Das heißt, die kommen dann mir natürlich gleich alle hier runter und ich habe keinen Platz. Wehe, Leute, ihr wagt das nicht. Oder die sind da draußen. Ah, die sind draußen. Ja, dann kommen sie ja gleich rein. Na prima. Wow. Das ist wirklich eine Wanderhorde. Ja, nee, ist klar. Alle hier zu mir. Au! Doofe Zicke, ey. Brenn gefälligst. War's das schon? Nee, war es noch nicht. Okay, wenn es eine Wanderhorde wäre, hätte ich jetzt hier wenigstens coole Klingelbeutel. Nur einer. Also Leute, das geht aber auch ein bisschen besser. Naja, wir sind nicht nachtragend. Und wieder kein Platz. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ja, komm, die lassen wir mal da. So wichtig sind die ja jetzt nicht. Bogenschießen. 10% mehr Schaden. Das ist cool. Das ist auch cool, wenn man den Platz dafür hat. Das ist viel besser. Jetzt gucken wir mal, wo wird das einpacken. Packen wir mal hier rein. Ende. Bin ich schon mal einen Ticken weniger überlastet. Da kann ich leider echt nichts mehr nachladen. Ja, okay. Machen wir mal hier weiter.
Ja, ist okay. So. Den will ich eigentlich haben. Aber 5000. Boah, nee, das dauert mir zu lange. Fertigen. Zwei Sachen nehmen. Du Tresor, du bleibst fürs nächste Mal. Die Aufgabe haben wir auch erledigt. Jetzt gehen wir gleich noch gucken beim Briefkasten nach, da noch was für uns ist. Ah, guck, da ist auch eine Horde. Jo! Und Erdstein und Holz, kompakte Stapel. Ja, cool. Nicht, dass ich das Problem bisher hatte, aber ist schon okay. Könnte schlimmer sein. Das haben wir auch alles. So, kann ich hier was reinpacken? Nö, natürlich nicht. Dann würde ich sagen. So, verkaufen, 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 verkaufen. Eigentlich nicht verkaufen. Und bauen. Wie passt das denn hier schon wieder nicht? Was hat er denn hier für Probleme? Hä? Ach, da hinten willst du hin? Nee, so. So ist okay. Jo, zwei Hühner, ist klar. Lass meinen Zaun heil. Es ist ja wohl voll der Hohn, dass mir hier zwei Hühner vor der Nase rumrennen. Was war's? Oh, wie süß, das steht ja lustig. Nächste Huhn. Du hast Glück, ich habe ausnahmsweise mal kein Interesse an dir und auch an dir, Hase, nicht. So, Hilfeverband, Eisenvorschlaghammer, Fertigungs... Ja, nehmen wir das mal, ne? Was haben wir denn jetzt? Nur eine Nacht, das ist nervig. Polen und säubern. Ja, vielleicht gibt's ja coolere Sachen. Ja, ich mach das schon. Verlass dich mal drauf. So, speichern wir erstmal, wo die Kiste ist. Da ist sie. Eigentlich könnten wir da auch spontan mal hinfällen. Mal so. Guck mal, da ist auch noch eine. Weißt du was? Wir fahren da mal hin. Ich kann ja einen Mini-Umweg fahren. Ist ja hier so ziemlich um die Ecke. Da steht's ja schon. So. Guck. Hat wohl ein bisschen was gebracht. Die Troller kommt uns auch entgegen. So, das war's auch schon. Jetzt können wir quasi zu unserer Quest. Auf geht's.
Boah, jetzt habe ich aber hier einen Run mit Eiern. Komme ich da durch? Na guck, noch ein Rezept, was ich mir kaufen kann. Guck, ich bin direkt wieder an meiner Base. Ist ja auch lustig. Irgendwie führt es mich immer wieder zu meiner Base. Habe ich doch einen perfekten Platz hier ausgesucht. Ah, guck. Das Nachbargebäude. Das ja jetzt allerliebst. Das Gebäude ist auch cool. Früher hat man hier echt viel Krams gefunden. Hätte man hier noch so und da noch zerlegen und hier noch und dies, aber das haben sie auch bearbeitet. Aber die Zombies nehmen wir mit. Oh Gott, ist er einfach hingefallen. Hey! Du bist ja unfair. Nee, ich habe eine andere Aufgabe. So, gucken wir mal, was uns hier draußen so erwartet. Was man hier noch so mitnehmen kann. Nicht zu dicht. Gefährlich. Wie? Bitte, kommt jetzt hier ein Zombie? Von wo denn? Ach, da. Der Brennmod ist schon lustig. Das kann ich aber zerlegen. Erntewerkzeug, Fahrwerkzeug und Knüppeln. Perfekt. Was haben wir hier noch? Nochmal Erntewerkzeug, Sturmgewehr ist auch prima und Medizin. Ausrüstungspaket. Das lassen wir. Jetzt habe ich nicht zu viele Slots. Hier kriegt man halt viele Steine. Das war früher schon so, nur haben sie die Steine ein bisschen neu gemacht. Aber das war's dann auch. Das Auto kann ich aber zerlegen und krieg dann. Wo ist mein. Da. Dann vielleicht noch ein paar coole Teile. Ein bisschen Öl und Benzin. Ein bisschen schneller könnte es echt nur gehen. Schwere Geburt. Eigentlich dachte ich, wenn ich diese hier aber auseinandernehme, kriege ich manchmal Autoreifen. Aber wohl nicht immer so. Nur ein Berg volllaufen. Nichts. Auch nichts. Ja, das war's dann auch von der Seite. Wie man sieht, hat hier irgendwie eine Horde hier schon ordentlich aufgeräumt. Nicht mehr so viel Schutz vorhanden. Man hier hoch kann. Funktioniert so wohl nicht. Da werde ich wohl über das Tor müssen. Oh, hier aufpassen. Auch verschlossen. Hä? Wie komme ich denn hier rein?
Ah, Fenster wahrscheinlich, ne? Ich sehe schon, das wird hier wieder eine enge Kiste mit mir. Nett. Ich finde schon meinen Weg nach oben. So ist ja nicht. Das ist mir hier viel zu ruhig, muss ich sagen. Wo sind denn hier die Geier und das ganze Gedöns? Oder Hundi oder sowas. Da hinten liegt auf jeden Fall noch eine Trolla. Jetzt liegt sie da für immer. Ah! Oh! Du scheiß Geier, ey. Ich wusste, dass es hier welche gibt. Geahnt. Trotzdem hat er mich erwischt. Scheiß Vieh. Das war Glück, war das. Pures Glück. Ah, super. Und ich bin infiziert. Na, herzlichen Glückwunsch. Und habe ich ein gebrochenes, gestauchtes Bein, Schürfwunde. Aloe-Creme, erste Hilfe verbinden. Na gut, dass ich welche dabei habe. Aber natürlich habe ich keinen Honig. Das heißt, bevor ich hier irgendwas mache, muss ich zusehen, dass ich meine Infektion wegkrieg. Geier. Ja, dann hat sich das hier erstmal erledigt. Ab nach Hause. Und mal eben gucken, ob ich Honig habe. Und ich meine, einen habe ich noch. Ein Honig. Infektion 5. Auch, naja, immerhin. Habe ich noch natürliches Antibiotika. Ist nur die Frage, ob ich 20 und 30 säubern und zurückbringen. Okay, da muss ich aber auch jetzt quasi anfangen. Ich habe das Haus verpasst. Da muss ich. Säubern und zurück. Das wird echt eng. Ah, komm. So schlimm wird schon nicht. Muss ich halt mehr auf mich aufmerksam machen. Kann ich draußen halt erst später. Komisch, von der Seite ist das irgendwie einfacher. Nee, hier geht's nicht. Hier muss ich. Ha! Das hättest du wohl gern, ne?
Hier, nimm dies. Ich hab die nämlich gehört. Nochmal falle ich darauf nicht rein. Zeitfiese, fiese Maltenten habe ich hier nicht. So, das muss alles zack, zack jetzt gehen. Natürlich ist es gleich so, wenn ich da runtergehe, ist mir ja klar, sitze ich schön in der Falle. Ist ja nicht das, dass sie das nicht so genau so haben wollen. Aber eigentlich will ich das nicht haben. Eine Aufgabe habe ich schon mal erfüllt. Die machen wir mal zu. Ja. Mein Gott, ist ja dann nur Nacht. Was soll's schon? Ah, das ist das Haus. Verstehe. Das geht tatsächlich schnell. Das kriege ich hin. Boah. Meine Güte. Wie bist du denn hier durchgekommen? Sieht ein bisschen anders aus, aber... Okay. Ich finde mich trotzdem zurecht. Das heißt, eigentlich war... Oh, die haben es ganz anders gemacht. Okay. Auch nicht schlimm. So, alle mal wach machen. Oh, und die haben mehr Loot hier drin. Darüber will ich mich natürlich nicht beschweren. Jetzt gleich links noch und dann haben wir es eigentlich auch. Genau. Wow! Fertig! So, das ist der Vorteil, wenn man weiß, wie das Haus aufgebaut ist. Jetzt habe ich Zeit zum Looten. War doch gar nicht so schwer. Und vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere coole Zeug hier. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich was gebracht hat, dass ich hier einen Punkt bei den Questaufgaben, dass ich den gegeben habe, weil gefühlt kriege ich jetzt oder finde ich hier mehr als vorher. Ja. Ernte, kochen, das kann weg, das kann zerlegt werden, das brauche ich auch nicht. Handfeuerwaffen auch immer gut. Oh, wieder ein Zweier, das ist schön. Und haufenweise Kisten. Das Tolle ist, dadurch, dass ich so ziemlich zu Hause wohne, kann ich fast schon wieder zu Fuß nach Hause. Ernte. Fertigung von Bögen. Perfekt. Hier kann ich noch was essen. Auch gut. Fertigung von Fahrzeugen und ein Ding zum Verkaufen. Ja, jetzt nicht so doll, aber okay. Haben sie auch ein bisschen geändert. Ja, schön.
Das war doch insgesamt sehr erfolgreich. Noch Fragen? Das mit der Fernsehecke ist jetzt voll süß. Da geht es in jedem Fall raus. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Dann kann ich jetzt auch rausgehen. Kann ich draußen noch ein bisschen machen. Ah, guck. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, da hinten ist ein Hund. Wenn da eine Hundehütte ist. Ja. Wo ist er? Eigentlich wollte ich jetzt nicht die Zombies alle hierher locken. Aber im Moment scheine ich Glück zu haben. Muss man ja auch mal haben, nicht? Also immer darauf achten, wenn hier so eine Hundehütte ist. Verdächtig. Äußerst verdächtig. Heißt meistens nie was Gutes. Noch ein paar Ressourcen abgreifen. Ah, mit Zement habe ich keinen Platz, okay. Das kann ich zerlegen. Ja, lassen wir mal das andere schon besser. Aber wir haben hier noch einen Mod. Da packen wir den noch rein. Gut, jetzt ist es nachts. Das trifft mich jetzt nicht so, aber perspektivisch. So, für den Fall, dass wir nochmal Felle und Gammel brauchen. Fett wird das jetzt wahrscheinlich sein. Das heißt, das haben wir. Kann man hier nochmal in Ruhe lang gehen. Ach, guck mal, ein Fünferknüppel. Aber vielleicht können wir uns ja nachher nochmal einen Baseballschläger oder sowas herstellen. Haben wir auch nochmal einen Tick mehr von hier. Der ist ja nachgespawnt. Steine können wir noch mitnehmen. Ist doch okay. Hatte ich nicht vor, mal bessere Schuhe? Na, egal. Nicht schlimm. Dann war's das für heute. Ich sammle jetzt noch mein Fahrrad ein und dann geht's zurück zur Base. Ist ja gerade ziemlich tote Hose hier. Von daher. Oh, Nester. Mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.